Okay, meine Freunde, weiter geht's hier beim Let's Play von Tim und Schuppi, das Geheimnis der Einhorn. Wir sind hier beim letzten Mal ja hängen geblieben, bei diesem, ja, wo wir diesen Mann hier besiegen müssen. Und ich versuch's jetzt einfach nochmal. Also, Feuer frei. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen gegoogelt. Und dann habe ich gesehen, dass man hier bis ganz nach vorne gehen muss. Und natürlich den Ball halten muss. Dann irgendwie so und so. Bam. Da haben wir's. Okay, und X. Dabei hatte der Tag und doch so hier ist begonnen. Nichts weiter. Also wieder X. Wow, und jetzt wird's gespeichert. Was für eine Sammlung. Ein echtes Privatmuseum. Meine Einhorn. Noch eine Einhorn. Weißt du noch? Drei Einhörner segeln im Geleit. Ist das der kleine Schlingel vom Markt, Max? Ich glaube, Sie haben da etwas, das uns gehört. Wovon reden Sie da? Das ist mein Schiff. Ich hab's gekauft. Sie hätten es mir damals wirklich verkaufen sollen. Sie auch. Sie suchen auch nach den Einhörnern, stimmt's? Warum interessieren Sie sich so für diese Einhörner? Es gab drei, alle von Ritter Franz von Adok erbaut. Und seinen drei Söhnen vererbt. Halt den Mund! Du redest zu viel. Und in allen drei Schiffen steckte ein Pergament. Nun, da frage ich mich doch, warum... Weiß nichts. Diese Schiffe sind wertlos. Das glauben Sie doch selbst nicht. Ich schätze, wir reden hier über einen alten Schatz. Habe ich recht? Sie stellen zu viele Fragen. Ich bin Reporter. Davon lebe ich. Schluss jetzt! Wenn Sie das Pergament haben, her damit. Oder was? Oh, was macht Struppi da? Interessant, als ob der nichts davon wüsste. Okay, und das wird jetzt wieder nicht so leicht. Oder doch? Geh mal lieber hoch und jetzt direkt den Ball nehmen. Nimm ihn. Ach Mann, was mache ich denn da schon wieder? Oh, Mann. Also kämpfen kann ich wirklich nicht gut. Das muss ich ja ehrlich zugeben. Das war ja auch nicht gerade schlau. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Ach Mist. So ist auch gut. Haben wir den erstmal wieder so ein bisschen verwirrt. Jetzt habe ich sie. Kommen Sie raus. Wir sehen uns wieder. Bam, so. Da werden sie erledigt. Und wir gehen mal weiter. Ach so. Nur woher? Ach so, hier? Okay. Nee, irgendwie auch nicht. Oh, was hat das zu bedeuten? Gut, nichts. Schurke, ich zeig dir gleich mal klein. Hier ist ein Schlüssel, nur wo ist die Tür? Mann, jetzt bin ich wieder zu doof, um die Tür zu finden. Tür, wo bist du denn?
Vielleicht muss man auch so einen Mechanismus auslösen irgendwie. Dem ich... Oh Mann! Tim, runter. Den Ball nehme und dann... Und dann einfach mal hier gegen Donner und... Was ist passiert? Nichts. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Mann. Wo dürfen wir denn jetzt her? Doch nicht zu glauben, oder? Toll. Boah, bin ich. Na, was ist denn heute nur los? Heute haben wir auch ein Pech. Hier müssen wir doch irgendwo. Boah, bin ich doof. Und jetzt schauen wir doch mal, was ihr Einhörner im Bauch habt. Okay, komm, nimm sie dir. Okay, der Controller vibriert ein bisschen, aber was soll ich jetzt machen? Eigentlich müsste ich ja wieder die Segel verstellen. Mann, ey, irgendwie müssen sich doch die Segel verstellen können. Was mache ich denn da schon wieder? Ach so. So. Geht doch. Ja, zwei hätte ich drücken müssen. Okay, und da haben wir wieder so eine Schachtel. Weiter mit dem nächsten. Und ich weiß, wo das dritte Schiff ist. Und dann hier hinten. Oder auch nicht. Wir nehmen es wieder und ziehen es raus. Ja, Struppi, wir haben es. Leer. Leer. Oh. Aber wie? Weiter mit X. Mieser kleiner Schnüffler. Oh je. Ist es das, wonach Sie suchen? Das Pergament. Er hat es bei sich. Okay. Ein Auto. Achtung! Oh, vom Auto angefahren. Ach so, ich hätte laufen müssen, okay. Boah, Mann, bin ich doof. Ach so, ich muss rennen. Ich dachte, ich könnte da auch zur Seite wegspringen. Ich muss also die ganze Zeit durchlaufen, okay? Es
Klar, Tim ist schneller als ein Auto. Mist, der hätte schneller sein müssen. Aber egal, das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Zumindest der zweite Teil. Deswegen kann man mir, glaube ich, verzeihen. Schnellten. Hierher? Nein. Ey. Ist klar. Müssen wir eigentlich Struppi hinterher oder müssen wir unseren eigenen Weg suchen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich suche mir einfach meinen eigenen Weg. Oh, jetzt aus der Sicht vom Auto. Ach so. Na, okay. Das ist deine letzte Chance, Kerl. Wo ist das Pergament? Ich hab das Pergament nicht. Dann sind sie überflüssig geworden. Au! Ha? Ich danke Ihnen, meine Herren. Ich glaube, ich schulde Ihnen was. Alan, ich hab's. Hey, was machen Sie da? Heißt das, Sie suchen auch nach... Wer sind Sie? Packt ihn ein. Er weiß zu viel. Okay. Oh, Struppi. Musst du alleine bleiben? Okay, sie haben eine Trophäe verdient, Mühlenhof. Ja, 12 Minuten haben wir gespielt. Ich glaube, das reicht. Jetzt brauche ich ja nicht mehr das Abenteuer fortsetzen. Und deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen, zumindest für diese Folge. Und dann geht's jetzt, ich denke mal, übermorgen mit dem WM-Spiel weiter. Und dann, ja, also was wollte ich sagen, spielen wir wieder Tim und Struppi. Bis dahin, tschüss. Boah, war das spannend nochmal zum Schluss da, wo wir vom Auto wegrennen mussten. Das fand ich eigentlich bis jetzt vom ganzen Let's Play am spannendsten. Aber man weiß ja nie, vielleicht wird es ja noch spannender. Auf jeden Fall fand ich die Folge heute richtig gut, obwohl wir doch noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überlegen mussten und ein bisschen Zeit gebraucht haben, bis wir es kapiert haben. Aber das gehört dazu, wenn man das Spiel blind spielt oder blind. Ja. Mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ich bin froh, dass wir aus der Sache heil herausgekommen sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Bis dahin. Tschüss.